Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück hier wieder auf der NF Marsch. Neue Folge, neues Glück. Ja, und wir haben tatsächlich es schon geschafft, hier unten auf Feld 15 die ganzen Strohballen einzusammeln. Die werden wir jetzt hier mal kurz abladen, die restlichen, und dann geht das erstmal hoch auf die 23, weil da müsste ja rein theoretisch die Presse schon am Arbeiten sein. Das heißt, wir machen das jetzt einfach mal so, dass wir sagen, Drescherkurs nehmen wir, sammeln die 23. Wir schicken ihn zur 23. Sagen Curseplay starten. Und damit sollte das hoffentlich funktionieren. So, hier kann dann auch nochmal gemacht werden. So, der ist hier dabei. Ja, der muss sich beeilen, der Kollege. Jo, hier wird Milch abgeladen. Sehr schön. So, wir waren doch noch irgendwo. Genau. Genau da wollten wir hin. Einmal Mehl holen. Dann fahren wir das nämlich direkt verkaufen. Oh, wieso ist die Mauer wieder da? Die hatte ich doch alle schon entfernt gehabt. Komisch, komisch, komisch. Ja, dann machen wir sie halt noch einmal weg. Gunwall. So, eine noch. So, passt. Dann müssen wir einmal den Anhänger abmachen. Damit wir hier problemlos laden können. Da müssen wir gleich mal schauen, wie viel wir jetzt hier noch drin haben. Das packen wir dann einfach auf den Anhänger drauf. Dann gucken wir, wo wir das Mehl hinbringen können. Und dann gibt es erst einmal wieder Geld. So, die Mehlbude. Mehl, Mehl, Mehl. Mehlfabrik. Na gut, zwei Paletten sind das noch. Aber besser als nichts. So, ja, Mehl. Ups, nein, das wollte ich nicht. Mehl, 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 Mehl. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Zucker, Mehl. 19. Boah, bei Edeka, das ist doch. Edeka, Edeka, Edeka. Das kann eigentlich gar nicht so weit weg sein. Ah, komm. Bevor wir da jetzt lange rumsuchen, mach mal. So, das läuft. Der dürfte auch bald durch sein. 92%, ja. Ja, guck mal, da kommen zweimal Karotten wieder an. So, wieso lädst du nicht ab? Na gut, ein bisschen weiter. Hatten wir noch irgendwas für den zu fahren aktuell?
Gut, wir könnten sagen, dass wir aus dem Hoflager Silo, 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 wo haben wir es? Silo beladen in die Mehlproduktion. Fahren wir Gerste. Und zwar zwei Touren. So, wie weit ist der mit dem Düngen hier? Der ist fast fertig. Komm, dann können wir den doch hier mal losschicken. Müssen wir mal gucken. Pflügen. Das ist Feld 4. Da haben wir hier noch nichts drin. Hier auch nicht. Dann machen wir einen neuen Kurs. Feld 4, Vorgewende, rundherum dreimal, 12 Meter, scharf, Kurs generieren. Ich weiß zwar nicht, warum er das schräg macht, aber das wird schon passen. Oh, und der kommt da nicht ums Eck. Ja, dir helfen wir gleich. Ich muss nur den Kollegen hier ein Stückchen zurückschieben, damit der loslegen kann hier. So, komm. Hau ruck. Ja, es ist verdammt eng. Ich kann die Mülltonne nicht einzeln löschen. So, gut, das läuft jetzt hier. Der pflügt. Guck mal, er ist angekommen. Der fährt, der ist am Pressen hier. Der wird aber gleich da auf den Ballen drauf rauschen. Das sehe ich doch jetzt schon, dass das nichts wird. Oder? Er nimmt ihn auch noch schön mittig. Ich glaub's ja nicht. Aber er hat Schwung. Er guckt dir das an. Er fährt drüber. Perfekt. So, ja, das ist jetzt doof, dass du jetzt nochmal hierher gefahren bist. Ja, komm. Dann geh einmal nochmal zur Molkerei. Und kipp den Rest aus. So, dann ist die Sache auch erledigt. Ach ja, guck mal, hier ist einer angekommen. Das heißt, wir machen Geld. So, das mal ganz darüber. Ja, das sollten ein paar Euröhnchen geben, würde ich sagen. So, dann heißt das für dich erstmal wieder parken. Ich weiß gar nicht, hatten wir gesagt, was wir als nächstes uns leisten wollten? Ich glaube, Felder. Hatten wir nicht gesagt? Mehr Felder, mehr Felder, mehr Felder. Zack, das fällt runter. Wir können ja gleich mal schauen, was es da so Schönes gibt, wenn wir wissen, wie viel Geld wir aktuell haben. Ja, es ist auf jeden Fall einiges. Ja, auf locker wieder über eine halbe Million. Nee, wir machen vorher unseren Kredit weg. Wir machen den Kredit weg, wenn wir den nicht schon weg haben. So, wie viel war es? 243.000. Perfekt. Gut, Kredit ist weg. Dann lass uns mal schauen. Gibt es Felder, die aktuell reif sind? Ja gut, die 16 gehört uns. Aber sowas wie die 47 kostet aber zu viel.
Die 11, nee, das passt mir irgendwie nicht so. Was wäre denn auf der 47 drauf? Das sieht. Ja, es wäre weiß, das wäre gar nicht so schlecht. Aber 13 zum Beispiel wäre interessant. 531, ja, wir arbeiten uns dahin, würde ich sagen. Wir müssen es ja nicht überstürzen. Aber wenn, dann würde ich im Moment lieber gucken, dass wir größere Felder uns anschaffen, als zu kleine nachher. So, genau. Der fährt nach Hause. Der ist hier am Arbeiten. Der muss doch jetzt auch mal irgendwann fertig sein. 95%. Und wir haben noch einige Angrubbermissionen vor uns. Können aber mal gucken. Hier, oh, Spritzen. Feld 48. Und die 37. Wo war das? Das war doch eben hier auch noch irgendwo. Hallo? Spritzen. Wir brauchen die Hardy. Die Hardy. Dann machen wir die einmal voll. Dann geht die nämlich rüber auf die 48. Upsa. Ich denke mal, Pflanzenschutz haben wir noch einiges. Dann kann der ja auch Geld verdienen. Muss ja nicht hier rumgammeln am Hof. Und mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück, Spritzen. 48 haben wir sogar. Guck dir das an. Das ist ja noch besser. Dann kann der nämlich dahin fahren, loslegen und arbeiten. Ach, hier ist unser MB-Truck. Der sollte sich da jetzt Gerste abholen für die Mehlproduktion, damit die auch wieder loslegen kann. So, dann heißt das für dich einmal Start frei. Ach, der LKW kommt auch schon wieder zurück. So, du pflügst hier schön. Der ist fertig. Dann haben wir gesagt, die 7 wäre als nächstes dran. Können wir den ja gleich losschicken. So, wir stellen den aber mal um, dass der auch parken geht. So, Feld 7 Düngestreuer. 736 Meter. Dankeschön. Erster Wegpunkt. Starten. Dann geht der einmal aufladen und dann macht der da hoch auf das Feld 7 und düngt das einmal schön. Tja, die Karottenernte macht auch so langsam aber sicher voran. So, du sammelst hier Ballen. Ja, der braucht noch ein bisschen, noch sehe ich da. So, wie viel Silage haben wir denn jetzt hier schon wieder umgelagert? 200.000, ja. Das heißt, wir müssen aber auch gucken, dass wir wieder Häckselgut hier reinbekommen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Das hat noch Zeit. So, du hast hier noch
zwei Bahnen. Der ist angekommen. Wie schaut es denn jetzt hier aus? Wir haben fast 100.000 Milch, ja. Produzier mal. Alles andere ist gut. Ja. Brauchen wir nicht so groß weitermachen. So, wenn wir jetzt noch mal kurz mit den Feldern gucken. Die 12 wären da klar ein Ding, wo man sagen könnte, jo, das bringt es. Das ist schön groß, kostet 1,2 Millionen. Ja, sowas wie die 52 wären da klar auch schön. Oder hier unten sowas. Da sind einige schicke Felder noch dabei. Auch hier so die 60 zum Beispiel. Oder na klar, irgendwann hier drüben. Was würde denn die 65 kosten? 2,5. Gut, ich habe nichts gesagt. So, aber weißt du was? Du kannst eigentlich auch erstmal parken fahren. So. Der steht hier. Ja, das dauert auch noch ein wenig hier. So, schaffst du das heute noch? 97%. Ja. Okay, jetzt habt ihr hier ein kleines Kommunikationsproblem. Ich fahre schon weg. Warte, 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 warte. So, wie schaut es denn möhrentechnisch inzwischen aus? Eine halbe Million, eine halbe Million. Gut, ich guck mal, was die bringen. Ich werde sie nicht verkaufen, keine Angst. Da haben wir ja gesagt, dass wir die für die irgendwann kommenden Produktionen nutzen. Ja, guck mal, für 300 werden wir definitiv auch nichts verkaufen machen. Verkaufen machen? Oh, ich rede schon wieder einen Schwachsinn hier. So, du bist hier auch gleich hier durch. Haben wir dann aktuell noch ein Feld, das wir ernten können? Die 9 ist noch nicht reif. Ja, die 22. Gut, dann müsstest du dahin. Oder, naja, die 16. Was ist denn auf der 16 drauf? Weizen. Ja gut, dann gehst du auf die 16, Kollege. Dann machst du darüber. So, mich würde es mal interessieren, ob unsere Hardy irgendwo sich festgefahren hat. Nee, die fährt noch. Und wo bist du? Du sollst ja auf die 48. Die 48 ist das hier sogar. Ja, da ist er gleich da. Perfekt. So, du hast die Gerste geladen für die Mehlfabrik. Läuft auch. Ja, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend für den Moment. Morgen 15 Uhr, nächste Folge, nächstes Glück. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.